Guten Tag, Andreas Lamm ist mein Name. Ich bin Pfarrer in Hattingen in der Pfarrei Peter und Paul. Ich freue mich, Ihnen und euch heute diesen Gruß sagen zu dürfen, mitten in der Zeit der Pandemie. Und vielleicht geht's Ihnen ähnlich. Mir reicht's. Und ich weiß, wir werden damit noch eine lange Zeit rumgeistern müssen. Das heißt aber, wenn es einem reicht, muss man sich ja irgendwas überlegen, was man zusätzlich zu dem, was man sonst arbeiten darf und momentan kann, vielleicht sonst noch tut. Vielleicht sind Ihre Fenster gerade auch besonders gut geputzt, die Wohnung so aufgeräumt wie noch nie. Zumindest in den ersten Wochen der Pandemie habe ich mich dahin gut flüchten können. Und irgendwann kommt man dann an den Punkt, dann macht man auch die Dinge, die man nicht so gerne tut. Und bei mir, für alle, die mich kennen, wissen, ist das der Garten. Da kann ich mich bestmöglich seit Kindertagen verdrücken. Meine Eltern haben Gartenarbeit geliebt und haben auch immer ganz viel Freude an dieser Tätigkeit. Ich nie. Jetzt aber muss man ja schauen, was macht man mit seiner ganzen Zeit. Auf gut Deutsch, da wo ich gerade rumlaufe, werkel ich mich jetzt auch in den letzten Tagen immer wieder durch. Versuche, irgendetwas neu zu machen oder einfach nur zu mähen, Unkraut zu ziehen und das Ganze immer bestmöglich. Also bestmöglich mit möglichst geringem Arbeitseinsatz. Und irgendwann bei dieser Arbeit ging mir das Evangelium von den Talenten durch den Kopf. Und das sage ich auch. Im Garten habe ich nicht 5 Talente bekommen, sondern eher viel weniger. Aber ein Talent, das ich sicherlich habe, ist, dass ich über die Dinge, die ich tue, erzählen kann. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe mit Menschen geredet, habe ihnen davon erzählt, was ich momentan im Garten tue. Und siehe da, auf einmal hat sich eine nette kleine Gemeinschaft gebildet von Menschen, die mir etwas über eine bestimmte Tätigkeit erzählt haben, die Tipps gaben. Und es gibt eine ganz neue Form von Verbundenheit. Manchmal geht es sogar mit den nötigen Abstandregeln, dass wir zusammen etwas arbeiten. Und dazu möchte ich Sie und euch gerne ermutigen. Erzählt von dem, was ihr tut, und traut euch vielleicht an etwas heran, was euch mehr oder minder schwer fällt. Und vielleicht über das gemeinsame Erzählen und über das gemeinsame Tun, über dieses Nicht-Alleine-Sein, vergeht die Zeit viel schneller, die wir momentan während der Pandemie noch aushalten müssen. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott euch fest in seiner Hand. Bleibt gesund und bleibt vor allem gesund zu Hause, wo immer es euch möglich ist und es noch was zu tun gibt. Bis dann. Tschüss.